Mahlzeit, Leute. Herzlich willkommen zurück zu Phoenix Point. Wir haben eine weitere antediluvianische Ruine unter unsere Kontrolle bekommen in der letzten Folge. Hier eine Orichalcum-Mine in Afrika. Und jetzt sind wir zum einen auf dem Weg hier zu weiteren Ruinen. Wir haben hier noch eine und wir haben hier noch eine. Aber ich habe ja auch gesagt, wir brauchen Fluggeräte. Und ich habe eigentlich ja die Fluggeräte von New Jericho aus Akorn, denn einen Thunderbird haben wir bisher noch nicht. Ist, glaube ich, eine gute Mischung aus Geschwindigkeit und Transportkapazität. Müssten, wenn ich richtig weiß, 7 Leute reinpassen, oder? Ich glaube, ja, müssten 7 Leute reinpassen. Und ich habe jetzt mal geguckt, ich kann mit den Zahlen, ehrlich gesagt, nicht so viel anfangen. Hier sind überall Basen, ihr seht, und überall ist hier ein Thunderbird dabei. Und wenn wir uns die Basis anschauen, dann sehen wir hier jeweils einen Wert. Militärische Stärke. Was genau das bedeutet, ob das ausschließlich Auswirkungen hat auf Angriffe von Pandoranern oder ob das auch was jetzt mit uns zu tun hat, wenn wir angreifen, ich bin mir nicht sicher. Man sieht sogar, wie sich zusammensetzt, diese 41. Elite-Training, Bevölkerung, Zufluchten in der Nähe etc. pp. Und ich habe geguckt, die ja, vermeintlich schwächste Basis, die einen Thunderbird hat, wäre hier oben. Die hat nur 22, denn die bekommt es ausschließlich über die Bevölkerung, die militärische Stärke. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das irgendwas Relevantes ist für das, was wir jetzt machen, nämlich für einen Diebstahl. Falls ihr das wisst, schreibt es mir bitte mal in die Kommentare, was dieser Wert zu bedeuten hat und vor allen Dingen, falls er was zu bedeuten hat, wie man ihn lesen muss. Was bedeutet jetzt diese 22? Wir werden die 2 Fluggeräte hier einsetzen, die wir hier unten eben hatten. Und bewegen die jetzt hier hoch und werden das Ganze dann logischerweise auch wieder mit einem 8er-Trupp in Angriff nehmen. Oh, und ihr seht's. Die Jünger von Anu haben wieder begonnen mit Verbündetenforschung. Sehr gut. Also, jetzt laufen hier wieder 3 Sachen in 11 Tagen und 16 Stunden zerfetzen Technologie. Wow, das dauert ja ewig. Aber wir haben in 16 Stunden die Nebelabwehranlagen. Damit können wir den Nebel zurückdrängen, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Also auch eine Sache, die uns dann vielleicht den ein oder anderen Kampf leichter macht. Ihr seht, man sieht es schon hier, Synedrion hat diese Nebelabwehranlagen teilweise im Einsatz. In den Basen, in denen sie hier drin sind, seht ihr, dass der Nebel sich außenrum ausbreitet, aber eben nicht hier reinkommt. Hier oben sehen wir das Ganze auch. Von daher, ja, eine Sache, die interessant sein könnte, könnten wir dann zumindest teilweise in unseren Basen bauen, um damit etwaige Gefechte, die dann entstehen, leichter zu machen. Denn ihr wisst, die Gefahrenstufe erhöht sich, wenn innerhalb des Nebels gekämpft wird. Dann sind die Pandoraner stärker. So. Ansonsten, wir haben, denke ich, alles gemacht. Produktion Segner, Forschung, bla bla blub. Hier haben wir Satellitenverbindung. Was war das nochmal? Ach, wir bauen irgendwo eine Satellitenanlage. Alles klar, okay. Ich lass mal laufen. So, erstes Fluggerät ist dort. Weiter geht's. Jetzt sind beide dort. Jetzt schauen wir nochmal rein. Hat sich was geändert? Nein. Stufe 22. Und da gehen wir jetzt rein. Wir überfallen Fort Ares. Der Name kommt mir bekannt vor. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, wir haben die Zuflucht sogar schon mal verteidigt. Wir gehen hier rein und wollen ein Fluggerät stehlen. So, Alarm keiner. Gefahrenstufe extrem. Nacht. Ob das was für uns ändert, wir bekommen minus 30 bei New Jericho, aber ihr wisst, wir fallen dann zwar prozentual, aber man fällt nicht, also man verliert diese Verbündetenstufe nicht. Das ist zumindest die Information, die ich habe. Das heißt, wir haben auch weiterhin Zugriff auf die gemeinsame Forschung. Da tut sich also nichts, das hat keine negativen Auswirkungen für uns. Das ist einfach nur eine Zahl, die dort steht und die sich jetzt nach oben und unten bewegt, die aber spielmechanisch, zumindest nach meinem Kenntnisstand, jetzt ab jetzt keinen Einfluss mehr hat. So, wir starten rein. Alle Gegenstände werden eingesammelt und wir werden hier jetzt aber, ja, auf jeden Fall sehr, sehr
gewissenhaft auswählen und vor allen Dingen auch ausrüsten. Ich habe den ein oder anderen Fehler gemacht bei der letzten Mission, was den Munitionsstand und so weiter unserer Soldaten anging. Wir brauchen definitiv wieder beide Scharfschützen, denn wir müssen hier verstärkt wieder mit Brechern rechnen, die uns mit Raketen befeuern. Also die müssen gezielt und schnellstmöglich raus. Von daher, wir haben Ritz mit dem Pythagoras inklusive eines Zusatzmagazins. Das sind 30 Schuss. Das ist absolut okay. Wir geben ihm noch einen weiteren Willenspunkt. Wo ist er jetzt? Hier. Sense geht mit. Auch hier haben wir 30 Schuss dabei. Wir, Hera betäuben. Na gut, wobei betäuben gegen menschliche Gegner könnte nicht zum Gefangen nehmen, aber wirklich zum mehr oder weniger Ausschalten kann das nicht so schlecht sein. Aber die Ausrüstung passt. Wir tauschen jetzt hier mal. Wir tauschen die Hera, ja, jetzt wo ich drüber geredet habe, wir tauschen die Hera gegen den Segner. Säure kann bei New Jericho vielleicht ganz sinnvoll sein. Gut, das sind unsere beiden Scharfschützen. Dann brauchen wir auf jeden Fall Brecher mit dem Kriegsschrei. Das wird Cerberus sein. Diesmal allerdings, guck mal, jetzt ist sie nachgeladen, mit 12 Schuss. Ah, eigentlich reichen ja 12 Schuss. Ah, nee, ist halt, das sind immer 3, ne? Er schießt immer 3-mal. Das heißt, es sind 4. Geben wir ihm noch einen mit? Ja, machen wir. Gibt es hier irgendwo einen Stärkebonus für ihn? Ne, dann müssen wir das tatsächlich so machen. Ihm hier noch einen geben. Okay, Cerberus ist also auch dabei. Haben wir noch weitere Brecher? Haben wir nicht, ne? Der Erte hat auch den Kriegsschrei. Der geht definitiv mit. Hier passt auch die Ausrüstung soweit. Alles gut. Der Erte ist dabei. Warum sind die denn so hell unterlegt hier? Ist das schon immer so? Das fällt mir jetzt zum ersten Mal auf, warum die so hell unterlegt sind. Weiß ich nicht. Häger. Der Sensor hier war ganz nett, ne? Das war schon in Ordnung. Auch die Kombi ist okay. 32 Punkte. Ja. Wir geben ihm einmal Geschwindigkeit und einmal... Oh, guck mal, Geschwindigkeit kriegen wir hier für 25. Kriegen wir 2 Geschwindigkeit für 25. Hier kostet eine Geschwindigkeit 20. Quarterback. Und dann geben wir ihm einen Willenskraftspunkt. Gut. Okay. Bewaffnung passt. Oder geben wir ihm auch eine Säurepistole? Wir geben ihm auch eine Säurepistole. Salve 5, das heißt, es sind 6 Schuss, das reicht. Da kann er 6-mal mit der Säurepistole schießen. Oder? Brauchen wir da mehr nochmal Munition? Ach, ich meine, der Slot ist da, ne? Warum
sollten wir geizen. Wir haben auch eine Säuregranate. Die ist vielleicht auch interessant, wenn er den Dings hat. Wenn er diesen Quarterback jetzt hat. Und dann machen wir das auch so. Okay. Gut. Also Hager auch mit dabei. Bleiben noch drei. Auf jeden Fall einen Techniker. Wir nehmen hier wieder Snake. Aber. Wir brauchen. Hä? Rattlesnake? Wieso kann ich jetzt hier keine Rattlesnake-Munition herstellen? Über den Button. Moment. Ja, wenn ich jetzt rausgehe, dann ist alles wieder weg, was ich ausgewählt habe, ne? Ich kann das nicht klicken. Heißt es, der Gegenstand kann nur im Produktions... Hier geht's. Oh ne, da würde er einen weiteren Scorcher holen. Ach, hier, da ist es. Da ist es. Rattlesnake Magazin. Alles gut. Alles gut, Gewicht passt. Wir haben für beide Geschütze Munition. Wir haben die Arme. Jawohl. Jawohl. Machen wir so. Also, Snake ist dabei. 40 Punkte. Ach, nee, Snake. Jetzt war ich wieder falsch. Ich wollte nicht Snake mitnehmen, ich wollte Dark Malkov mitnehmen. Und bei ihm war die Munitionsproblematik beim letzten Mal. Dark Malkov geht wieder mit. Entschuldigt, Leute. Das heißt, raus damit. Raus damit. Dark Malkov. Wir haben einmal Rattlesnake inklusive Munition jetzt, jawohl. Und wir nehmen, wenn wir noch, nehmen wir nicht, weil uns jetzt hier das Gewicht fehlt. Er braucht Stärke und zwar nicht zu knapp. Das Medipack benötigt er nicht, ne? Das macht er über die Arme. Die Arme haben 5x Munition. Da muss man das Ding hier, das wiegt 1. Wir sind 1 drüber. 1 drüber. Das kriegen wir aber hin, indem wir einfach hier draufklicken. Okay, so gehen wir rein mit Dark Malkov. Haben wir noch 2. So. Pepperoni, Biochemiker und vor allen Dingen auch noch Brecher mit Kriegsschrei. Der ist am Start. Blixer, Snake, Andal, Anastasia. Ich denke, dann läuft es auf Anastasia raus, aber hier auch einmal, zack, mehr Munition. Ups. Und was haben wir noch? 8 Punkte. Ja. Das passt. So gehen wir rein. Das sind unsere 8. Feuerfrei. Mission Thunderbird. Gut. Wir haben hier vorne gleich 2 Gegner sichtbar. Und wir haben hier den schicken Thunderbird. Da müssen wir uns ranstellen und da müssen wir es, glaube ich, noch 2, 3 Züge oder so halten. Also da müssen wir ran. Was haben wir hier vorne? Wir haben einen Sturmsoldaten und einen Scharfschützen. Das ist ehrlich gesagt ganz okay. Scharfschützen sind nicht so gut gepanzert. Ah.
stehen uns die anderen eventuell im Weg hier, ne? Wir machen mal einen Sprint hier hoch mit Pepperoni. Preparing to fire. Das ist relativ gering hier, die Chancen. Das sieht besser aus, allerdings kommen wir dann nicht wirklich gut durch die Panzerung. Warten wir mal noch ab. Cerberus. Wir kommen auf jeden Fall noch nicht in Bereiche, wo wir ihn irgendwie den Kriegsschrei schenken könnten. Aber wir könnten am Ende hier hochspringen. Und dann immerhin noch die Matrix einsetzen. Wäre eine Option. Da Erte hat ja auch den Kriegsschrei. Damit könnten wir die... wir könnten hier zumindest eine Attrappe aufstellen. Wir gehen mal bis hierhin vor. Okay, haben zumindest nichts weiter aufgemacht. Wir gucken mal, wo wir die Attrappe hinstellen könnten. Da und da wären vielleicht verlockende Ziele für sie. Jetzt schauen wir mal, ob wir jetzt... Ich komme hier leider nicht. Ich wäre gerne aufs Dach gekommen mit Sense. Ritz schafft's auch nicht. Ich meine, wir könnten mit beiden Scharfschützen, wir müssen beide Scharfschützen bewegen, damit wir schießen können. Aber einen Schuss ohne Schnellfeuer würde man dann auf jeden Fall rausbekommen. Könnte reichen, um den Scharfschützen auszuschalten. Ne? Wenn wir beide, wenn beide treffen. Das ist natürlich die Voraussetzung. Wir probieren das mal. Ich gehe mit einem Sprint bis hier vor. Und jetzt schauen wir mal, wenn ich... Sure thing. Ah, jetzt steht da natürlich... Na, okay. Ich könnte es hier so schießen. Mit einem, vielleicht treffen wir einen Arm. Ja. Ja, lasst uns tun. Schnellfeuer bringt jetzt nichts. Schnellfeuer würde bloß bedeuten, dass ich danach noch einen Aktionspunkt hätte, um mich vielleicht aufs Dach zu verkrümeln. Machen wir. Wir machen es mit Schnellfeuer. Also schnelles Ziel. Ich sag immer Schnellfeuer, ihr wisst, was ich meine. Ne? So, und dann probieren wir den Schuss hier so. Arm deaktiviert. Wunderbar. So, das heißt, er kann nichts tun. Er kann, gut, er kann eine Granate werfen, aber die, da muss er ein Stück weit näher kommen. Ne? Das ist okay. Jetzt haben wir, können wir noch hier hochlaufen. Ich gehe mit Pepperoni hier rüber. Mach also Platz. Und wir gehen hier oben hin. Dann sind wir in der... Oh, scheiße, jetzt hat er noch einen gesehen. Hä? Ach, der sitzt da drin. Okay, aber eben wenigstens noch ein Sturm... Also ein Sturmsoldat. Noch kein Brecher zu sehen. Wir gehen hier rüber. Und werden jetzt auch mit Ritz schießen. Ist auch noch der Rumpf deaktiviert und jetzt kommen. Jetzt nehmen wir Pepperoni und knallen hier drauf. Oder probieren was. Ne, wir. Boah. Wir probieren es mit Pepperoni. Nicht viel. Schade, schade, schade. Jetzt ist hier echt die Überlegung: Stellen wir das Ding oder nehmen wir einen Schuss? Ich glaube, wir nehmen einen Schuss, denn der könnte tödlich sein. Jawohl.
Jawohl, getötet. Jetzt haben wir den, der Scharfschütze, den wir aber, den nehme ich jetzt mit, aber den am Cerberus machen wir ganz am Schluss. Hier gibt es nämlich Willenspunkte. Das heißt, Sturmsoldat. Anastasia, was haben wir für eine Granate? Achso, das ist der Granatwerfer, der normale. Kommen wir da irgendwo, können wir da irgendwo reinschießen? Ja, hier natürlich, ne? Und I like it. Hä? Okay, jetzt. Was war das? Manchmal ja, manchmal nein, oder wie? Okay. So, ich gehe mal davon aus, dieses Ding hier vorne dran, das geht doch kaputt, oder? Das ist ein Bildschirm. Wir schießen jetzt einfach mal hier drauf. Ja, von wegen. Von wegen. Ich hatte jetzt gehofft, dass zerstörbare Umgebung und so weiter. Es ist ein Bildschirm. Ja. Wir schießen mit einem Piranha. Nun denn, schade. Schade, schade, schade. Dark Malkov. Hierhin. Rattlesnake aufbauen. Hager. Noch ein. Ach, oh Scheiß. Ein Fahrzeug. So, die Attrappe stelle ich ihm jetzt hier. Der kann ja nur hier vorne raus. Okay, die Attrappe stelle ich ihm hier hin. Da wird er drauf schießen. 100%. So. Und wir machen den Sprung. Das Ding schießt Raketen, ne? Das Ding schießt Raketen. Yes. Das heißt, wir stellen uns mal hier hin. Und werden jetzt versuchen, seinen Arm zu treffen. Scheiße, war der Rumpf. Leck. Hätte ja auch klappen können. Schade. Zug beenden. Puh, Glück gehabt. Glück gehabt. Oh Gott. Flammenwerfer. Ah, und da kommt seitlich ein Brecher. Uha. Aber der geht auf die Attrappe. Sehr schön. Das ist ja cool. Wer brennt denn da? Dark Malkov und das Geschütz, oder? Granate auch auf die Attrappe. Oh Gott, die arbeiten hier viel mit Feuer, die Jungs. Noch ein Scharfschütze. Wir sind dran. Also gut.
Watcher.at. Wir gucken uns erstmal das Fahrzeug an. Was müssen wir hier kaufen? Das ist der Mephistopheles, ne? Das ist der Flammenwerfer. Den kriegen wir aber mit einem Schuss eigentlich raus. Mephistopheles, Armadillo-Flammenwerfer von New Jericho. Mehr hat er nicht. Das ist seine einzige Bewaffnung. Okay. Das sollte kein Problem sein. Feuer. Kaputt. Kaputt. Damit ist das Ding jetzt hoffentlich wertlos. So sehe ich es zumindest. So, oh scheiße, das Feuer hat sich ausgebreitet. Egal. Nahkampf. Rüstungsbruch. Tot. Okay, schöne Waffe. Schöne Waffe. Wir haben allerdings 30 Feuerschaden, der jetzt natürlich hier auf die anderen Sachen, der durchgeht, ne? Müssen wir aufpassen. Der Scharfschütze steht jetzt allerdings sehr, sehr blank. Wir machen schnelles Zielen. Tot. Okay. Säurepistole. Okay, 40 auf dem Rumpf. Der Rumpf ist quasi nächste Runde frei. Das ist der schwere Raketenwerfer. Wir sollten den eigentlich töten. Wir sollten den töten. Das wäre deutlich gesünder. Sagen wir es mal so. Mit der kriege ich ihn. Wir können den Fury einfach versuchen kaputt zu schießen mit zwei Schüssen. Was hat er denn sonst noch für eine Bewaffnung? Blöd gefragt. Eine Granate, eine Läuterungsgranate. Die kann er natürlich weiterhin werfen. Also ausschalten wäre nach wie vor die bessere Variante. Einmal hier hin. Können wir... Ah, wir kriegen... Ja gut, ich könnte runter, ne? Ach. Pepperoni. Tu es. Feuer frei. Was kriegen wir kaputt? Kopf kaputt? Jawohl. Der Erte. Kriegen wir ihn jetzt? Halt mal. Halt mal, haben wir mit der Erte nicht noch irgendwie so ein fettes Ding hier? Nö. Eins. Zwei. Beweg dich, beweg dich. Komm, 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 komm. Du kniest jetzt hier nicht ab, Freundchen. Eben stand er doch auch. Jetzt steht er, jetzt komm. Jawohl. Puh, okay, wir sehen momentan keinen Gegner. Wir sehen keinen Gegner. Jetzt müssen wir versuchen, hier schnellstmöglich. Wie weit kann sie springen? Wie weit kann sie sprinten? Der Sprint geht ein Stück weiter, ne? Wir probieren mal, ob wir das Fahrzeug erreichen. Aber ich. Nee, das schaffen wir jetzt noch nicht, ne? Unten Sprung. Ah, shit. Ah, doch. Oh, noch ein Sprung. Wir sind dort.
Ziel aktivieren. 5 Züge lang. Und hier hinten haben wir einen Scharfschützen gesichtet. Okay. Okay. So, was ist mit der Markov? Er hat 10 Bluten, 30 Brennen. 30 Brennen. 30 Brennen macht uns nicht so arg viel. 25er Rüstung. Bei den meisten Teilen, da geht nicht viel durch. Allerdings ist der Arm deaktiviert. Den sollten wir heilen. Der Blutungsschaden wäre doof. Genau, Feldheiler. Stellt den Arm wieder her. Okay. Wenn wir uns jetzt rausbewegen, nehmen wir Schaden, gell? Das war irgendwie das bisschen komische System. Dann bleiben wir stehen und... Ja, hier schießen wir aber auch keinen Schaden, ne? Also das macht... Wir bleiben stehen, das Feuer wird schon weggehen. Und Ritz... Der Scharfschütze da hinten... Weil wir gehen hier hin. Der Scharfschütze wird wahrscheinlich in der nächsten Runde noch keinen wirklich von uns erreichen. Cerberus. Ach, Cerberus kann aber ihn erreichen. Ja. Wie sieht's denn hier aus? Und wenn wir diesmal ein bisschen besser zielen und den Arm treffen. Wieder den Rumpf. okay, wieder den Rumpf. Warum auch immer. Aber 10 Gesundheit, 10 Bluten. Feierabend. Das heißt, wir haben in der nächsten Runde keine Gefahr. Wir bleiben hier stehen. Alles gut. Zug beenden. Er stirbt. Das Fahrzeug macht was? Fährt weg, weil er keine Munition oder also nichts mehr machen kann. Und wenn jetzt keine Gegner, da kommt ein Techniker. Okay. 14 Schaden insgesamt für Markov. Aber jetzt haben wir es quasi schon überstanden, weil wir jetzt bei Brennen 20 sind. Und die Rüstung ist über 20. Allerdings, wie kriegt man jetzt diesen Blutungsschaden wieder weg? Kriegt man das mit einer normalen Heilung weg? Oder bleibt diese Blutung? Die ist jetzt kurios. Dann machen wir das hier. Jetzt ist sie weg. Okay, und er ist wieder full life. Alles klar. Gut. Also, Techniker da hinten. Wisst ihr was? Wir nehmen wieder den Laser. Wir nehmen wieder den Laser. Und wenn wir jetzt ganz frech sind, schießen wir den Laser auf die Arme da hinten. Dann kann er kein Geschütz aufbauen und nix, wisst ihr was? Hau rein. Das ist geil, wie er hinter der Deckung steht und tschu, schön oben drüber feuert. Geile Position. So, Technikerarme sind weg. Das heißt, er hat nichts. Er hat ein Geschütz, aber das kann er ohne die Arme gar nicht aufstellen, oder? Ich bin mir nicht sicher. Kann er das aufstellen? Ja, ich glaube schon. Die Arme braucht er nicht zum Geschütz aufstellen. Er braucht die Arme nur zum Heilen. Wir werden es sehen. Pepperoni. Wie gesagt, jetzt müssen wir nur noch Zeit kaufen sozusagen. Wir gehen hier hin. Ich muss wieder ein bisschen rauszoomen. G&T ist das übrigens, falls ihr das sucht. Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt. So. Probieren wir den. Sag mal, wieso hat er denn, hätte er nicht... Ist er immun? Ah,
er ist immun gegen Virus, okay. Oder nicht ganz immun, aber reduziert. Deswegen hat er jetzt hier keinen Schaden genommen durch unser... Aber wir kriegen den Techniker von hier. Schau an, schau an. Ja. Schnelles Zielen. Kopf deaktiviert. Nochmal schnelles Zielen. Ich glaube, wir haben das ganz gut im Griff. Rumpf deaktiviert. Jetzt brauche ich eigentlich noch einen Treffer. Machen wir mit der Ernte. Kriegen wir hier mit der Armbrust. Ja. Wunderbar. Wunderbar, überlebe 4 Züge. So, ich würde gern Häger da hinten wieder heilen, dass er in der nächsten Mission zum Einsatz kommen kann. Ich glaube, wir müssen es nicht einsammeln, aber ich mache es jetzt trotzdem mal. Ich glaube, es war grün. Wir bringen Häger mal hier vorne hin. Ich hoffe, das Feuer ist dann demnächst weg. Dann können wir mit Dark Markov heilen. Ansonsten bleiben wir hier einfach sitzen. Es ist nichts gut. Ich kann mal sicherheitshalber einen Overwatch machen. Hier so. Und vielleicht hier mit der Hellkanone. Und Ritz. Naja, machen wir auch mal einen Overwatch in Richtung des Spawnpunkts. Und Dark Markov bleibt jetzt stehen, ne? Weil ich glaube, auch wenn die Rüstung jetzt höher ist als das Feuer, ich glaube, wenn ich mich jetzt bewege, nimmt er trotzdem Schaden. Da steige ich nicht so hundertprozentig durch. Bleiben wir auf Nummer sicher, wir bleiben stehen. So, Armadillo ist weg. Und wir sind sofort wieder dran. Es ist nichts gespawnt. Tja, dann machen Leute, dann brauchen wir auch nicht lang rummachen. Wir machen nichts anderes, als hier Overwatch zu setzen. Ja, leider kommen wir hier dann immer noch nicht. Dann machen wir, im schlimmsten Fall machen wir jetzt eine Heilung mit Ritz, oder? Hauptsache, er ist geheilt. Oder mit der Ernte. Ist doch okay. Lass es uns tun. Ja, nächste Runde dann. Hier hoch. Einen Overwatch. Anastasia ebenfalls. Halt, wo ist sie? Hier. Sie könnte auch... Sie heilt sich auch. Für die nächste Mission schon mal. Volle Gesundheit. Und Overwatch in diese Richtung. Und Häger Zug beenden. Da hinten kommt ein Scharfschütze. Ich muss an die Tür, es hat geklingelt. So, wieder da. Und wir sind auch schon wieder dran. Da hinten ist einer gespawnt. 2 Züge. Ich mache jetzt natürlich kein Folgenende hier, ne? Das ziehen wir jetzt durch. Die 2 Runden. Hier hin. Können wir ihn treffen? Können wir ihn treffen? Wirklich? Tatsächlich. Ah, Cerberus, du machst mir Spaß heute. Kopf deaktiviert. Jawohl. So, und hier, oh, und hier ist alles weg. Na gut, jetzt brauchen wir natürlich auch keine Heilung mehr. Die sind alle auf Full... Nee, Häger fehlen noch 23 Punkte, ist da was? Geschütz aufsammeln.
Und da hier oben nichts zu tun ist, bringen wir Helga zu ihm. Und dann darf Dark Malkov noch einmal heilen. Ja, alles keine Deckung, ne? Wir stellen mit der Erde hier noch eine Attrappe auf. Und beenden den Zug. Oh, noch einer. Er benutzt ein Medikit. Gut, damit schießt er aber schon mal nicht mehr. Und noch ein Scharfschützer. Ganz, ganz wenig Brecher. Komische Konstellation hier. Okay. Ja, noch einen Zug überleben. Nachladen. Wir nehmen nochmal den Destiny. Oh. Oh. Was ist los? Ah, mal gucken, wo er steht. Von hier unten müsste es gehen. Schauen wir uns an. Ja, hier geht's. Ich probiere es erneut auf den Arm. Mal gucken, was wir treffen. Ja, diesmal haben wir das Cyclops zerstört. Einfach. Auch eine Möglichkeit. Zwar wieder nicht der Arm, aber okay. was soll's? Okay, der Bursche da hinten ist allerdings noch, der könnte noch, ne? Wir gehen hier in volle Deckung und stellen ihm nochmal eine Attrappe hin und dann müsste es ja auch schon erledigt sein. Wir fliehen dann nämlich, ne? Krieg hier kein Schussfeld. Ja, oder. Naja, komm, muss nicht sein. Wir beenden den Zug. Ja, er schießt auf die Attrappe, genau das, was er sollte. Und der andere hätte nur eine Pistole. Heilt sich aber erstmal. Und jetzt sind wir weg. Wunderbar, das war ein deutlich einfacher als erwartet. 120 Punkte für Cerberus, 100 Punkte für Helga, Dark Malkov auch 92, sehr schön. Wunderbar, das lief wie geschmiert und wir haben ein neues Fluggerät. So, es gibt natürlich minus 30, aber wir hatten drüber gesprochen, das hat keine Auswirkungen. Wir haben jede Menge Beute gemacht, unter anderem einen Archangel RL1. Wunderbar. Und ganz wichtig natürlich den Truppentransporter. Sehr schön. Gut, wir füllen alles auf. Das war auch gar nicht so teuer. Und das war's. Wunderbar, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Dann erreichen unsere nächsten Trupps die antediluvianischen Ruinen und dann müssen wir mal gucken, wie und wo wir dann die Truppzusammenstellung ein bisschen ändern und das Fluggerät dann entsprechend nutzen. In diesem Sinne, es gibt immer noch viel zu tun, wollte ich sagen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, Leute, haut rein. Tschö, tschö.